Löse in der Menge C die Gleichung z hoch 8 plus 2 mal Cosinus von a mal z hoch 4 plus 1 gleich 0. Da dies eine biquadratische Gleichung ist, stellen wir klein z hoch 4 gleich groß Z. Und somit verwandelt diese Gleichung sich in diese Gleichung zweiten Grades mit der unbekannten Groß Z. Also berechnen wir die Diskriminante Delta. Sie ist gleich zu 2 cos a im Quadrat minus 4 mal 1 mal 1. Also ist Delta gleich zu 4 mal cos Quadrat von a minus 4. Und in dieser Differenz können wir 4 ausklammern. Durch die Grundformel der Trigonometrie wissen wir, dass Cosinus Quadrat von a minus 1 gleich ist zu minus Sinus Quadrat von a. Dieses Minus können wir schreiben in die Form minus 1 mal und die Zahl minus 1 schreiben wir in diese Form i Quadrat. Somit wissen wir, Groß Z gleich minus 2 cos a plus minus die Quadratwurzel von Delta, also plus minus 2 mal i mal Sinus von a. Das Ganze geteilt durch 2 mal diese 1. Im Zähler können wir 2 ausklammern und diese dann mit dieser 2 im Nenner kürzen. Somit finden wir für Groß Z minus Cosinus von a plus minus i mal Sinus von a. Wir haben also diese 2 Fälle zu bearbeiten. Im ersten Fall stellen wir klein z gleich r mal sis von phi. So erhalten wir r hoch 4 mal sis von phi hoch 4. Und durch die Formel von de Moivre ergibt sis von phi hoch 4 sis von 4 mal phi. Minus Cosinus von a können wir umschreiben als Cosinus von pi plus a und minus Sinus von a können wir umschreiben als Sinus von pi plus a. So erhalten wir rechts vom Ist-Zeichen sis von pi plus a. Aus dieser Gleichung können wir sofort schließen, dass die positive Zahl r hoch 4 gleich 1 hoch 4 ist, also muss r gleich 1 sein und 4 phi muss gleich zu pi plus a plus 2k pi sein, wo k eine ganze Zahl darstellt. Wir teilen diese Gleichung noch durch 4 und erhalten so insgesamt r gleich 1 und phi gleich pi plus a geteilt durch 4 plus k mal pi halbe, wo k eine ganze Zahl darstellt. Wir haben also eine erste Teillösungsmenge. Das ist die Lösungsmenge von dieser Gleichung. Jetzt zeichnen wir diese Lösungen in die komplexe Ebene ein. Zuerst wählen wir für k 0. Eine erste Lösung z1 ist also sis von pi plus a geteilt durch 4. Natürlich hängen die Lösungen von a ab, von diesem angegebenen Winkel a. In dieser Zeichnung befindet sich z1 genau da. Eine zweite Lösung finden wir, indem wir k durch 1 ersetzen, das heißt, wir addieren zu diesem Winkel i halbe. Die Lösung schreibt sich also so und befindet sich da.
dieser Winkel plus Pi halbe. Z3 erhalten wir, indem man nochmal Pi halbe addiert, also Z3 schreibt sich so und befindet sich da. Jetzt werden wir zu diesem Winkel nochmal Pi halbe addieren und somit finden wir Z4. Beobachten wir, wie diese vier Lösungen von diesem angegebenen Winkel A abhängen. Wir beobachten, wie diese vier komplexen Zahlen sich verändern, wenn A ändert. Im zweiten Fall gehen wir genauso vor wie im ersten Fall, aber hier beschreiben wir minus Cosinus von A mit Cosinus von Pi minus A und Sinus von A mit Sinus von Pi minus A. Somit erhalten wir rechts vom Gleichheitszeichen Sis von Pi minus A. Also wissen wir, R hoch 4 ist gleich 1, daraus schließen wir, dass R 1 ist, und 4 Phi gleich Pi minus A plus 2k Pi, wo k eine ganze Zahl darstellt. Auch hier teilen wir diese Gleichung durch 4 und erhalten so diese Lösungen. Also schreiben wir eine zweite Teillösungsmenge. Soll 2 ist die Lösungsmenge in diesem zweiten Fall. Eine erste Lösung können wir hier einzeichnen, indem wir für k 0 nehmen. Wir zeichnen also Sis von Pi minus a Viertel. Somit finden wir also als Lösung Z5 Sis Pi minus a Viertel. Und wenn a sich da befindet, dann befindet sich Z5 da. Um Z6 zu erhalten, addieren wir Pi halbe. Das bedeutet algebraisch, dass Z6 so geschrieben werden kann. Und geometrisch bedeutet das, zu diesem Winkel addieren wir Pi halbe und erhalten somit diese Lösung Z6. Ab da wieder plus Pi halbe, so erhalten wir Z7 und in der Zeichnung da. Jetzt nochmal plus Pi halbe, wir erhalten algebraisch Z8 so und in der Zeichnung befindet Z8 sich da. Jetzt lassen wir A variieren und beobachten, wie diese vier Lösungen dementsprechend ändern. Im ersten Fall haben wir diese Teillösungsmenge gefunden. Das sind diese vier grün gefärbten Lösungen. Im zweiten Fall haben wir diese Teillösungsmenge gefunden. Und das sind diese blau eingezeichneten Lösungen. Die Gesamtlösungsmenge von dieser Gleichung achten Grades besteht also aus der Vereinigung von Soll 1 und Soll 2. Und diese Vereinigung können wir so schreiben, es ist die Menge der Zahlen Cis von Pi plus oder minus A Viertel plus Kpi halbe, wo K eine ganze Zahl darstellt. Jetzt beobachten wir die Variation der grünen Lösungen sowie die Variation der blauen Lösungen, wenn der angegebene Winkel A sich verändert.